Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Halbsextil, Merkur, Mars, das ist ein 30 Grad Aspekt und ihr habt jetzt nichts mit 30 Grad Handwäsche zu tun, sondern hier geht es um eine starke Spannung, eben weil die aufeinander folgenden Sternzeichen bei einem exakten Aspekt davon betroffen sind. Und hier haben wir immer die Spannung extrovertiert, introvertiert, extrovertiert, introvertiert und so weiter in verschiedenen Ausformungen. In diesem Fall haben wir das rasanteste Feuer, das bewegliche Feuer, verbunden mit, naja, der festesten Erde, weil Steinbock ist Stein, ja. Jungfrau ist, welche Erde, sagen wir mal so, Jungfrau wäre wahrscheinlich normale Erde und Stier ist die fruchtbare Erde, also sozusagen der, wie man sagt, der fette Boden, die schwarze Erde. Und das hier ist Stein und Fels. Also das heißt, hier haben wir eigentlich die zwei heftigsten Kontrahenten, die zwei heftigsten Widersprüche. Sozusagen die maximale Beweglichkeit und hier die maximale Erstarrung. Klingt jetzt nicht irgendwie kompatibel. Und darin liegt eben die Spannung des Halbsextiles. Das ist relativ... Ja, das haben wir jetzt relativ leicht und sachlich richtig erklärt. Aber in dem Horoskop haben wir noch, naja, zumindest einen Superhammer drinnen. Ja? Der gefällt mir überhaupt nicht. Weil die wahre Botschaft dieses Horoskopes, die hat uns der Mond beschert. Das habe ich vorhin schon also zum Schluss gezeigt. Mond hat 26 Grad und hier die Venus hat, glaube ich, 25, 54, also 26,1, glaube ich. Ja? Und wir hatten nur 5 Minuten Differenz. Und die Venus ist immerhin die Geburtsregentin, die Herrscherin. Also die Venus ist der Chef von dem Horoskop. Ja? Wir haben ja hier wieder 8 Planeten unterhalb, 2 oberhalb. Also das heißt, hier spielt sich wieder viel im Verborgenen ab. Ja? Also es tut sich unglaublich viel. Das sind diese Gärungsprozesse. Da ist noch nicht richtig herausgekommen oder da kommt noch nicht richtig raus, was herauskommen soll. Natürlich, wir wissen, ich verrate euch die Auflösung der Heimhörerfrage. Natürlich geht es um das Hochkommen der Wahrheit. Ja? Aber bitte immer bedenken, die Wahrheit ist dermaßen komplex. Wir wurden so viele Jahrtausende ganz tief in der Lüge gehalten, ja, dass es für uns, das ist ein Schock, das ist ein Schock hoch 5. Ja. Und schauen wir uns einmal diesen schwierigen Aspekt genau an, weil das ist auch ein ordentlicher Schock, weil Venus, Pluto sind ja noch immer sehr, sehr eng miteinander vereint. Die Venus 25,54, Pluto 25,23, das sind 31 Minuten, also ein halbes Grad auseinander, das ist gar nichts. Ja? Und der Mond in einem Doppelquadrat. Das bedeutet, jetzt nur mal so, Mond-Venus-Quadrat ist ein unglaublich schwieriges Quadrat, ja, unvorstellbar schwer. Hier geht es tief im Gefühlsbereich hinein. Und so, als ob das noch unterstrichen werden sollte, haben wir den Sinnenbereich, den Bereich der Beziehungen, im Widerstreit mit dem Bereich der Familie, der Heimat, der Partnerschaft, nein, nicht der Partnerschaft, ist oben, Familie, Heimat, ja, passt schon. Und das ist ein großer Spannungsaspekt. Die Venus, ja, das ist der Mond eigentlich. Ja, sagen wir, das ist der Mond. Tun wir so, als ob das die Mond wäre. Es ist ja die Mondgöttin Selene, ja? Nicht die Helene. Der Mond im Widder ist ja sehr, sehr rücksichtslos. Ja? Der Mond im Widder will seine Freiheit haben. Er will sozusagen sich klar und deutlich ausdrücken können zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er ist unbeständig. Ja? Er ist sehr temperamentvoll. Und er nimmt halt nicht Rücksicht, ja, weil er ist eben unabhängig. Und die Venus ist da im Steinbock viel angepasster, die ist sozusagen solide, die ist linientreu, die ist hartnäckig, die ist ausdauernd und sozusagen, die hat Zeit, die hat Geduld, was der Mond eben wieder nicht hat. Ja. Und hier haben wir eben diesen starken Widerstreit. Und hier haben wir eben aus dem Bereich der Partnerschaften große Spannungen zu den Familien herunter. Also das heißt, wir werden hier wieder, wie üblich, in den letzten Horoskopen haben wir das Thema schon wieder drinnen, den Streit. In den Zahlen sehe ich das jetzt nicht so sehr drinnen, außer auf den Erlagscheinen. Aber das heißt, hier haben wir wirklich, wirklich wieder große Streitgefahr. Und ich kann dich eben nur bitten, meide es. Mach einen Bogen drum. Ja, mach einen Bogen drum. Wenn jemand sagt, ja, so ist das und ich habe recht, dann du musst ihm ja nicht recht geben. Du kannst ja sagen, ja, das ist halt... Für dich ist es richtig so und okay, gut. Und nichts dagegen sagen. Ja. Es ist ja oft dieses Dagegensagen, wo dann nachgehakt wird.
Wir haben nämlich hier noch als dritten im Bunde den Pluto. Und der verleiht dem Ganzen einen tragischen, einen sehr, sehr schweren, sehr schweren Beigeschmack. Und dadurch wird natürlich diese Mond-Venus-Spannung auch durch das Momentum der Tragödie erweitert. Ja? Der Tragödie. Und hier würde ich, und das sage ich leider sehr, sehr selten, ja, aber dieses Mal muss ich es sagen, weil es hier so offensichtlich ist, auch das Thema Todesfälle wird hier die Familien betreffen. Ja. Also das heißt, hier, wir haben hier große, große Schwierigkeiten im familiären, im häuslichen Bereich, in der Heimat. Und wir sehen ja auch, wir haben 1, 2, 3 Planeten im vierten Haus, 1, 2, 3 Planeten im dritten Haus. Vordergründig habe ich gesagt, hier geht es um Bewegungsfreiheit, hier geht es um die Straße und drittes Haus, natürlich auch die merkurischen Werte, weil Merkur als Herrscher von 3 steht nicht in 3, aber der natürliche Herrscher von 3 in 3 ist der Merkur und der steht im dritten Haus. Das heißt, hier geht es natürlich auch um das Thema Wahrheit, aber eben auch, würde ich sagen, stark um eben die Straße und Bewegungsfreiheit, nicht nur im neunten Haus. Neuntes Haus ist eher sozusagen die weite Reise und drittes Haus ist eben die kurze, die nahe Entfernung. Saturn als Herrscher des vierten Hauses steht für die Bevölkerung im Wassermann. Ja? Ein bisschen schwierig gestellt, aber das ist das alte Domizil. Herrscher von 4 in 4 ist natürlich, da geht es um das Leid. Da geht es um das Leitthema. Ah ja, Venus werde ich noch schnell auflösen. Ich wollte nur hier kurz sagen, weil das ein schneller Aspekt ist. Die Bevölkerung ist sehr, 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 sehr gereizt. Ja. Sie ist sehr, sehr impulsiv, weil Uranus ist sehr unzufrieden. Also da tut sie was. Hier ist Action angesagt, weil es geht hier, Thema 4 und 5 wird angesprochen. 5. Haus Uranus ist Herrscher von 5 in 8. Das heißt, über den verlorenen Wohlstand, über sozusagen das eingesperrt sein, weil das ist es ja, weil es geht ja auch hier im fünften Haus um mein Lieblingslokal, wo kann ich ausgehen, wohin möchte ich essen gehen und das ist gestrichen, das sehe ich ja hier und darüber ist das Volk sehr, sehr wütend. Aber gleichzeitig sehen wir hier in Mond als Herrscher des zehnten Hauses, das heißt, das sind die Stazipaten, die machen hier mächtig Druck aufs vierte Haus, aufs Volk, auf die Familien, sozusagen auf alle Menschen, wird hier von den Stazipaten mächtig runtergedrückt und zwar ganz schön aggressiv und rücksichtslos und es bezieht sich Venus auf das gesamte Land. Die Venus ist leider aber auch die Herrscherin des achten Hauses. Und hieraus erkennen wir schon eben eine Verdoppelung der Pluto-Thematik mit Venus und natürlich auch eine Verdoppelung der Thematik mit Mond, mit Heimat. Ja? Dass hier jetzt ein sehr, sehr großer Niedergangsprozess, achtes Haus im ganzen Land, ja? Herrscher von 1 und 8 ist 1, im vierten Haus vereint mit Pluto und im Doppelquadrat zum Mond. Also die Aussage hier ist so offensichtlich. Ja? Und ihr wisst ja, ihr habt euch gut vorbereitet, du hast dich gut vorbereitet und wir sehen all diesen Dingen gelassen entgegen. Ja? Bitte, bleib in deiner Stärke, bleib in deiner Kraft, weil ich kann jetzt sagen, jetzt wird es heftig, jetzt geht's los. Und einen Aspekt darf ich natürlich auch nicht vergessen oder auslassen, aber ich würde sagen, wir haben schon 8 Minuten. Das heißt, als letzten Aspekt muss ich trotzdem Sonne-Neptun-Quadrat unbedingt besprechen, weil der Aspekt ist wirklich wichtig. Also, es lohnt sich, auch den vierten Teil anzusehen. Ende.